Frau Fütterer, Sie hatten zwei Nahtoderlebnisse, die mit einer sehr ungewöhnlichen Krankengeschichte zusammenhängen. Erzählen Sie uns bitte zunächst einmal, was Sie in den letzten Jahren genau erlebt haben. Also fangen wir vielleicht einfach an, bis wann mein Leben relativ normal ablief. Bis ich 14 Jahre alt war, im Grunde war ich immer sportlich, habe total viele Sachen unternommen und konnte auch normal essen. Und hatte aber dann ganz plötzlich, also ganz, ganz viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sehr, sehr, sehr viele Durchfälle und war einfach, ja, sehr verzweifelt. Und dann kamen massive Knochenprobleme dazu im Jahr von 14 auch. Also bis dato war ich Leistungstänzerin und konnte von einem auf den anderen Tag nicht mehr laufen. Hatte ganz starke Fieberschübe und überall Knochenkrämpfe und hatte dann auch das Problem, dass mein rechtes Bein steif war. Das hing wohl mit den Gelenken einfach zusammen, dass da auch Ermüdungsfrakturen waren, was aber wie gesagt auf ganz viele Wachstumsschübe abgetan wurde und so ging das dann weiter. Das hatte sich dann wieder verlaufen. Ich konnte dann mich auch wieder bewegen, habe dann anstatt zu tanzen gesungen, weil ich irgendwo halt einen Ausgleich gewollt hatte und bis ich dann ja, bis zum 18. Lebensjahr, dann wurde es wieder sehr massiv. Ich hatte dann ganz viele aufgeschwollene Gesichter von sehr viel Cortison, was ich auch bekommen habe während dieser anderen Phasen, auch wegen der Nahrungsmittelallergien. Dann ist Lymphe ausgetreten, man wusste auch wieder nicht, von wo das kam. Dann wurden die Durchfälle noch stärker. Dann hatte man gedacht, ich hätte eine Magersucht, weil ich so viel abgenommen hatte und immer Durchfälle. Und dann dachte man, das käme von irgendwelchen Abführmitteln, was ich aber gar nicht benutzt hatte. Das hat ja von alleine abgeführt. Und im Alter von 22 konnte ich von einem auf den anderen Tag nicht mehr laufen. Und die Knochenschmerzen sind zurückgekommen, ganz massiv. Ich habe dann auch gemerkt, dass sich da vorne mein Brustbein verschiebt. War dann auch bei Ärzten, bei Osteologen. Dann durfte ich mir nur anhören, naja, wenn sich da was verschiebt, soll ich mich nicht so anstellen. Ich habe ja ein schönes Gesicht. War eine sehr ermunternde Aussage, die mich noch mehr zur Verzweiflung gebracht hat. Und daraufhin hat dann so ein Ärztehopping begonnen, weil man musste irgendwie die Ursache finden. Ich habe auch gemerkt, wie sich mein Rücken verformt. Ich werde immer kleiner. Ich war ja 1,70 Meter, fast 1,73 Meter. War dann 2010 noch 1,30 Meter letzten Endes. Konnte dann auch nur noch auf den Rollator gestützt laufen. Habe dann auch wirklich massive Knochenschmerzen am ganzen Körper, vom kleinen Fußzeh bis zum großen Finger. Also das war wirklich sehr, 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 sehr unangenehm. Und dann wurde es eben so schlimm, dass auch meine Lungenkapazität immer weniger wurde, meine Organe sich verschoben hatten. Alles, was ich gegessen hatte, weil also mein Kopf, der saß auf den Schultern. Das heißt, ich konnte nicht mehr schlucken. Es ging immer wieder rückwärts raus. Ich konnte auch nicht mehr trinken. Und dann war halt nur noch so eine Frage, wie kriegt man die Wirbelsäule wieder in einigermaßen gerade Stellung, damit dann irgendwie die anderen Organe ihre Plätze wieder einnehmen. Dann kam eine Wirbelsäulenversteifung, die sehr heikel war, die auch ein Arzt mit 10 Gegnern praktisch durchgeführt hat. Also sein Team hat nicht an das Gelingen der OP geglaubt, sondern lediglich er. Dann wurde die Wirbelsäule 2011 versteift. Zuvor war ich in so einem Extensionsgestell, das nennt sich Halo-Extension, wo der Kopf 8 Schrauben umfasst, man in die Länge gezogen wird. Und in der Hoffnung, die Körperform ist zumindest so, dass man jemanden auf den OP-Tisch legen kann, weil das ist natürlich die Voraussetzung. Dann hat im August, am 31.08.2011, die erste OP stattgefunden. Und die zweite war dann aufgrund von einem Lagerungsfehler und 2 weiteren Wirbelbrüchen eine Woche später. Mittlerweile wissen wir, es war zum Glück so, denn nach der ersten war ein Laufen unmöglich. Nach der zweiten war dann das Laufen machbar und ich konnte endlich denken und meine Füße haben mir gehorcht. Aber die Versprechungen, ich würde stehend aus der Klinik rauslaufen, die waren leider nicht. Ich war so schwach und hatte auch so Schmerzen weiterhin, dass ich im Rollstuhl auch dann die Klinik verlassen hatte. Zwar für den Weg nach draußen, wegen meinem eigenen Bewusstsein, an der Mutterhand und an meinem Vater seiner Hand einfach laufend, dass ich das Gefühl hatte, es hat was gebracht, aber ich war danach sehr traurig, weil ich dachte, ja toll, jetzt bin ich zwar gerade, aber ich kann nicht mehr laufen richtig, weil ich so Schwierigkeiten hatte mit der Koordination. Dann waren sehr viele Reha-Aufenthalte und ein Jahr wirklich intensives Training notwendig, aber ich war ein Pflegefall. Also meine Mutter musste mich umdrehen, ich musste gewaschen werden, ich konnte kein Essen selbstständig zubereiten. Ja, das war sehr traurig und grausam.
Wie ist es Ihnen, abgesehen von den körperlichen Symptomen, innerlich ergangen? Das muss ja mit Todesangst zu tun haben. Also es ist eine Todesangst, zumal die Ärzte immer gesagt haben, Frau Wütterer, Sie haben noch 3 Monate zu leben, weil Sie haben kein Phosphat im Körper und irgendwann werden Ihre Zellen aufhören. Ich hatte dann 2 Portimplantationen, damit man das substituiert. Der eine war dann zersetzt und musste raus, der andere hat einen MRSA-Keim und dann habe ich massive Angst gekriegt, weil ich wusste, ohne den lebensnotwendigen Stoff habe ich halt maximal noch 3 Monate zu leben. Ich muss aber sagen, bevor es mir letztes Jahr noch mal sehr schlecht ging, habe ich das nie registriert. Also ich hatte keine Ängste. Ich war immer in so einer eigenen Welt und ich war körperlich so weit unten, dass der Geist nicht in der Lage war, Emotionen wahrzunehmen. Vielleicht auch aus Eigenschutz für den Körper, weil ich dort mit Emotionalität, auch während der Klinikphase, wo andere verzweifelt waren, haben wir gelacht. Auch vor der OP, ich glaube, mir war gar nicht bewusst, was da eigentlich abläuft. Ich hatte immer gesagt, wenn ich sterbe, sterbe ich. Also ob ich auf dem OP-Tisch sterbe oder ob ich erstick, aber ich kann dann wenigstens nicht sagen, ich hätte es nicht versucht. Also es war ausgeschaltet, Überleben. Es ging, glaube ich, nur ums Überleben. Man hat da keine Emotionen. Jetzt habe ich Emotionen und jetzt weiß ich gar nicht, wohin damit, weil jetzt sind alle Emotionen von früher da, die gar nicht in die momentane Realität passen. Und dadurch sind massive Panikattacken mein Problem im Moment. Also Panik vorm Tag, Panik, dass ich kollabier und nicht aus dem Haus kommen, Panik, dass ich überfordert bin mit allem. Es ist das erste Mal, dass ich auch lebe und nicht nur überlebe. Man muss leben lernen und das ist extrem schwer mit 31, weil 8 Jahre lang habe ich verlernt zu leben, sondern nur die Krankheit, nur der Moment hat gezählt. Manchmal denke ich, ich habe da besser gelebt wie jetzt, weil eigentlich war es so, wie man leben sollte. Also man sollte jeden Moment genießen können und nicht immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben, sondern in der Gegenwart. Hm. Mittlerweile lebe ich, glaube ich, mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft als im Jetzt. Hm. Was war denn medizinisch der Durchbruch, sodass Sie sagen konnten, jetzt geht es nicht mehr nur ums Überleben, jetzt geht es wieder ums Leben? Das war ein eigener Durchbruch. Die Medizin hat ja versagt gehabt. Also letztes Jahr Anfang Januar, am 9. hatte ich einen Oberschenkelhalsbruch, weil mich 2 Hunde auf dem Fahrrad angefallen hatten. Und da hat für mich die Abwärtsspirale erst richtig begonnen, weil ich habe diesen Bruch nicht operieren lassen können, weil die Knochen nicht in der Lage wären, irgendwelche Instrumentationen zu halten. Und dann habe ich versucht, das konventionell mit ganz viel Training und über den Schmerz hinaus Training, also jeden Tag, 7 Tage die Woche, auf einem Laufband in der Reha mit einer Aufhängung zu laufen, damit die Stoßfrequenz den Knochenwachstum stimuliert. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann einfach nicht mehr und mein Körper konnte auch nicht mehr und ich wollte nicht mehr. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich mag irgendwie sterben. Ich wusste nicht wie, aber ich wusste, das, was ich am einfachsten kann, ist aufhören zu essen. Und dann habe ich aufgehört zu essen und ganz wenig getrunken ab Mai eigentlich. Und hatte geplant, dass ich an meinem 30. Geburtstag dann einschlafe. Irgendwie war ich da auch so nicht mehr so ganz da. Aber was halt total schön war, ist, man kommt irgendwann, wenn man keine Nahrung zu sich nimmt, in so einen wie High, wie einen meditativen Zustand. Und ich bin nur noch geschwebt. Also ich hatte auch keine Schmerzen mehr und hatte das Gefühl, dass ich schon irgendwelche Engel um mich rum hatte. Ich habe auch so viele Begegnungen gehabt. Und habe gemerkt, ja, da will ich hin. Ich hatte auch keine Angst zu sterben. Mir war aber auch nicht bewusst, dass ich sterben werde. Also es war ein ganz komischer Zustand. Ich bin ganz viel Fahrrad gefahren, auf dem Heimtrainer, um immer weiter praktisch runterzukommen irgendwo halt. Und habe mich aber auch von allen Freunden verabschiedet und habe dann aber gemerkt, nachdem ich von allen losgelassen hatte, habe ich auch gelernt, was es, glaube ich, überhaupt heißt, zu leben. Es war ja immer geprägt von nur noch Struktur, weil die Struktur war das Einzige, was mich am Leben erhalten hatte. Dadurch, dass der Körper so weit unten war, helfen einem nur irgendwelche Automatismen, dass man nicht drüber nachdenken muss, was man tut. Und dann hatte ich aber gemerkt, wenn ich die Automatismen gehen lasse, dann spüre ich mich irgendwo auch wieder und habe auch gedacht, das ist ein Grund, auf der Erde zu bleiben. War dann aber so, dass der Körper halt schon so weit weg war. Ich habe dann montags am 11.07.
in letzter Kraft im Reformhaus irgendwelche Dinge geholt, die ganz hochkalorisch sind, weil ich da die Kehrtwende halt machen wollte. Ich wollte irgendwie doch leben, ich wollte nicht gehen, aber ich habe gemerkt, irgendwie muss ich jetzt Energie in den Körper kriegen, sonst klappt es nicht. Und am 12.07. habe ich dann auch, also 2016, morgens die Sachen gegessen und habe während dem Essen gemerkt, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr am Tisch halten, mir fällt der Kopf in den Teller. Meine Mutter war da, hat dann gesagt, es hat an der Tür geklingelt, meine Freundin ist vorbeigekommen, die eigentlich gar nicht hätte kommen sollen. Meine Mutter hat mich dann nach drüben auf diesen Sessel verfrachtet. Meine Freundin hat mich festgehalten und ich habe nur gemerkt, sie muss mich jetzt festhalten, sonst gehe ich. Und sie hat mich mit all ihrer Kraft festgehalten und irgendwann habe ich aber gemerkt, huch, jetzt sehe ich mich da unten liegen, sehe, wie meine Freundin mich festhält, wie meine Mutter an meinem, also meinem Körper sitzt und weint. Und ich habe meine Oma gesehen, die hat mir den Vogel gezeigt und hat mir gesagt, was ich denn da mache. Ich muss doch wieder da runter, ich muss noch nicht nach oben. Ihre Oma war verstorben. Ja, dann war ich in der Sekunde wieder in mir drin, habe meine Augen geöffnet, meine Mutter angeguckt, meine Freundin und mit voller Stimme gesagt, ich will leben. Und das war Ihre erste Nahtoderfahrung. Und da hat mein Überlebenskampf begonnen. Also nicht mehr der Kampf zu gehen, sondern der Kampf zu bleiben. Es kam dann mein Arzt, der hat zu mir gesagt, Frau Wütterer, wir können nichts machen. Also Sie werden ein zweites Mal diesen Zustand haben und dann kommen Sie nicht mehr zurück. Das heißt, Ihre Mutter war mit dem Entschluss, dass Sie zu essen und zu trinken aufhören, einverstanden. Und aus dieser Situation heraus hat sich dann ergeben, dass Sie doch leben wollten. Ja, also ich muss mal ehrlich sagen, mittlerweile glaube ich, es war einfach nur Angst. Es war Angst, dass was passiert, wenn alle da unten sind und wenn ich wusste nicht, wo ich hinkomme. Obwohl der Zustand schön war beim ersten Mal, ich hatte keine Schmerzen, es war wie Fliegen. Aber es war komisch, weil ich war da und doch nicht da. Also ich kann ja mit niemandem kommunizieren. Also mit meiner Oma konnte ich scheinbar kommunizieren, aber nicht mit meinen Lieben. Und meine Mutter ist mir durch die Krankheit so wichtig geworden, dass ich glaube, dass unser Band mich auch auf der Erde gehalten hat, also in dem Moment in meinem Körper. Ich bin dann aufgewacht und habe dann von meinem Arzt gehört, dass ich gleich wieder weg sein werde und er nichts für mich tun kann. Er würde mich auch nicht in die Klinik einweisen. Das fand ich sehr schrecklich, weil ich habe gedacht, ich brauche Hilfe, irgendwelche Infusionen oder irgendwas. Wir waren dann zu Hause hier 2 Tage und einen Tag, also am 14.07. abends war wieder die Situation, dass ich auf dem Sessel lag. Meine Mutter hat meine Hände gehalten und ich habe gespürt, jetzt kommt es wieder. Es zieht irgendwas an mir und ich gehe gleich wieder fort und ich hatte panische Angst und es ist dann auch so gekommen. Angst, weil Sie bleiben wollten? Ja, ich wollte bleiben und nicht gehen. Ich hatte auch Angst, die Augen zu schließen, weil ich dachte, ich mache sie dann nie wieder auf. Sie sind mir dann doch zugefallen und dann war das zweite Nahtoderlebnis. Das war aber nicht schön. Das war einfach schwarz. Das war schwarz und alles hat an mir gezerrt und ich hatte das Gefühl, ich werde durch mein Fenster gezogen, obwohl ich doch in mir bleiben will. Ich habe dann mit meinem Therapeuten drüber gesprochen und er hat gemeint, ich bin wahrscheinlich in dem sogenannten Tunnel aufgewacht. Und zwar nicht vor dem Tunnel, wenn man das schöne Helle sieht, was ja bei mir beim Nahtod schon auch so war, dass ich dann dachte, wenn ich da durchgehe, wird's gut. Jetzt hat er gemeint, bin ich an der Stelle aufgewacht, wo man normalerweise nicht aufwacht. Man ist da drin und wacht dann auf, wenn man nicht mehr bewusst aufwacht, sondern einfach dann tot ist. Und ich hatte aber so einen Lebenswillen, dass ich unbedingt zurück wollte. Und dann bin ich eben hier dann doch aufgewacht und habe mich dann in der Nacht noch in die Klinik mit meiner Mutter begeben, mit dem Taxi. Die haben mich dann dahin geschleift und dann habe ich gesagt, die kennen mich, ich will leben, bitte helfen Sie mir, bitte machen Sie irgendwas. Aber die haben auch alle gesagt, dass ich es nicht schaffen werde. Dann wurde ich auf die Palliativstation verlegt. Und dann habe ich gedacht, sag mal, hört mir eigentlich keiner zu? Ich will nicht gehen, ich will bleiben. Und Glück war dann die Palliativärztin, eine ganz alte Ärztin, die zu mir gesagt hat, Frau Wütterer, Sie können hier nicht bleiben, Sie wollen ja gar nicht gehen. Sie wollen ja hier auf der Erde bleiben, Sie sind hier falsch. Und dann war das ganz blöd, weil keine Klinik hat mich genommen. Die wussten alle nicht, was sie mit mir machen sollten. Ich bin dann eine Woche wieder nach Hause. Bin dann wieder 2-mal fast weg gewesen, weil ich einfach viel zu schwach war. Und dann habe ich geschrieben wie eine Wahnsinnige. Jede Nacht habe ich alles aufgeschrieben. Meine ganzen Ängste,
wie ich auch glaube, dass viele Dinge gekommen sind, viele Zwänge entstanden sind auch. Und dann haben meine Eltern gedacht, sie müssen mich in die Psychiatrie einweisen, weil sie gedacht haben, ich bin wahnsinnig. Ich habe mir immer versucht zu erklären, aber ich konnte nicht sprechen. Ich war zu schwach zum Reden, ich konnte immer nur schreiben und die dachten, ich bin einfach bescheuert. Das war für mich das Allerschlimmste zu denken, zu wissen, die Familie glaubt, man dreht durch. Dabei habe ich alles mitbekommen, aber ich war einfach zu schwach, mich auszudrücken. Dann habe ich Briefe geschrieben und habe halt immer ganz wild gestikuliert. Das hat für die halt sehr wahnsinnig gewirkt. Und ich habe immer auf dem Klo geschrieben, weil da hatte ich die einzige Möglichkeit, wo meine Ruhe war. Deshalb dachten sie, ich bin wirklich verrückt, manisch. Und meine Tante ist Psychologin, hat dann auch gesagt, ja, also wir müssen jetzt dahin. Und dann sind ganz verrückte Dinge geschehen. Ich hatte ja so panische Angst. Aber als wir dann im Auto saßen zur Psychiatrie, habe ich gewusst, irgendwas begleitet mich. Gott oder wer auch immer oder eine Macht, aber ich war ganz relaxed. Ich bin dann auch wirklich in dem Wartezimmer das erste Mal nach der ganzen Zeit einfach eingeschlafen. So ruhig saß ich dann auch in dieser Besprechung mit der Psychiaterin und sie hat zu meiner Mutter gesagt, ihre Tochter hat nichts am Kopf, ihre Tochter muss einfach in die Notaufnahme auf die Wachstationen wieder aufgepäppelt werden und dann wird es alles wieder werden. Und so kam ich dann zum Glück im städtischen Klinikum in die Notfallambulanz. Die haben mich dann durchgecheckt und dann kam ich auf die Wachstation. Und dort war ich dann 6 Wochen lang in der Klinik und durfte mich regenerieren. Wie kann man sich das rein körperlich vorstellen? Wie schwer waren Sie denn? 19 Kilo habe ich gewogen. Haut und Knochen, meine Funktionen wie Sehen, Hören, Schlucken haben alle aufgehört. Ich konnte auch nicht mehr auf die Toilette. Also ich war wirklich fast schon tot. Und man musste mir dann auch den Stuhlgang holen. Ich habe nichts gehört, nichts gesehen, keinen Speichel gehabt, gar nichts. Das mit dem Aufpäppeln hat dann funktioniert? Eigens. Die wussten nicht, was sie mit mir machen sollen. Ich lag dann da, habe 2 Infusionen bekommen, die haben nichts gebracht. Dann habe ich eine Bluttransfusion bekommen und dann hatte ich die Idee mit Mandelmus. Mandelmus ist hochkalorisch, hat Eiweiße, 2600 Kalorien, dann habe ich noch Honig reingemacht und jeden Tag 2 Gläser gegessen. Egal wie schlecht es mir war, aber so habe ich mich selber innerhalb von 4 Wochen habe ich ja die Klinik verlassen, dann ja knapp 4,5 Wochen und bin 2 Wochen später an Bodensee gefahren. Also die Ärzte wissen nicht, wie das geht. Sie sagen, alles ist ein Wunder. Mir hat aber auch was geholfen. Eine Freundin war in Brasilien, in Peru, bei einem Pastor, hat ihm die Geschichte erzählt und er hat ihr Wasser mitgegeben, geweihtes Wasser. Und das habe ich immer getrunken, um 6, um 12 und um 6 Uhr abends. Und jedes Mal, weil ich war ja an den Monitoren angeschlossen, wenn ich 3 Schlücke von dem Wasser getrunken habe, sind die so in die Höhe, dass die Pfleger zu mir gesagt haben, wir wissen nicht, was sie da trinken, aber trinken sie es, weil es hilft. Und in diesem Zeitraum habe ich auch gemerkt, wenn man weg ist von diesem stoischen Rhythmus, den man hat, dann hat man Verbindung zu irgendetwas anderem, zu Liebe, zu Fürsorge, zu irgendeiner Hand, die mir geholfen hat, weil ich weiß, ich hätte das ohne die nicht geschafft. Also da waren ganz viele Hinweise immer für mich, was ich zu tun hatte und ich habe einfach ganz stark geglaubt. Schade ist, dass man den Glauben wieder verliert, aber in dem Moment war er da und der war auch schon mal da, nachdem es mir nach der Versteifung so schlecht ging. Und ja, jetzt habe ich halt oft Ängste, weil der Glaube wieder weg ist. Also Glaube im Sinne der Empfindung eines Geführtseins, einer Geborgenheit, aber ja, nicht jetzt im Sinne eines dogmatischen Kirchenglaubens. Gar nicht. Also ich bin ja sowieso extrem ungläubig eigentlich und ich glaube nicht an die Kirche. Ich glaube auch nicht an einen Friedhof, wo ein Grab ist. Ich glaube immer, dass der Glaube im Herzen ist und keine Institution notwendig ist und auch keine. Der Körper ist für mich nicht das, was der Mensch ist und auch keine Hülle. Ich glaube nicht an Hüllen, ich glaube immer nur an Fülle. Und ich weiß, dass ich durch den Nahtod die Fülle gekriegt habe. Früher war ich mehr eine Hülle und ein Sklave meiner selbst. Und durch den Nahtod und zu merken, was für Selbstheilungskräfte man hat. Ich meine, ich konnte bis vor einem Jahr nicht mal eine Sprudelflasche halten. Jetzt klettere ich irgendwelche Wände hoch. Ich sehe jetzt normal aus. Ich habe 78 Tabletten bekommen, bevor ich diese Erlebnisse hatte. Jetzt nehme ich noch 11 jeden Tag, also eigens abgesetzt. Ich glaube auch, dass Ärzte in ihrer Hilflosigkeit viel kaputt machen können und den Körper auch ausschalten können irgendwo. Und bei mir gab es keine Verbindung zwischen Körper und Seele, gar nicht. Ich habe meinen Körper gehasst,
aber ich habe meinen Kopf nicht verstanden und mein Körper hat meinen Kopf nicht verstanden. Und jetzt ist oftmals mehr eine Verbindung da. Es ist ein großer Weg und es ist sehr viel Arbeit, die ich auch im Moment noch an mir selber leisten muss. Und es gibt sehr viele Momente, wo ich auch manchmal sauer bin, dass ich es nicht durchgezogen habe. Also in der Verzweiflung momentan wäre ich auch als lieber tot, aber ich habe so arg Angst vorm Tod, dass ich dann doch lieber hier bin. Aber es ist eine sehr starke innere Zerrissenheit seitdem da. Und die ersten 4 Monate waren nur Euphorie und Dankbarkeit, dass ich hier bin. Aber jetzt ist es dran zu verarbeiten. Und jetzt verarbeite ich nicht nur ein Jahr, sondern jetzt verarbeite ich praktisch seit meinem 14. Lebensjahr. Weil seitdem hatte ich keine Emotionen, aber jetzt habe ich sie. Ich sage immer, jetzt bin ich ein Mensch aus Fleisch und Blut. Früher war ich eine Maschine. Ich habe einfach funktioniert, um zu überleben. Und das ist das, was vorhin auch erwähnt wurde meinerseits, dass ich halt echt lernen muss zu leben und lernen muss, Emotionen zu halten. Und ich merke immer, dass der Kopf auch fast verhungert ist letztes Jahr und dass sehr viele Reize mich extrem überfordern. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich schwebe wieder über mir. Also ich bin seit dem Nahtod nicht mehr so ganz in meinem Körper. Das ist wirklich so. Ich habe immer das Gefühl, die Seele ist dazwischen und ich muss sie immer wieder in mich reinholen. Und es gibt sehr viele Momente, da bin ich mir selbst sehr fremd. Da mache ich Dinge, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und ich merke auch jetzt, am einfachsten ist es, wenn ich keine Möglichkeit habe zu denken, sondern nur im Jetzt lebe. Also ganz viele Aufgaben habe, aber nicht anfange, mich versuchen zu spüren oder so, weil dann wird es kompliziert. Dann habe ich Angst, jetzt bin ich wieder halb tot, weil ich ja wie schwebe und man assoziiert jetzt jedes Schwebegefühl immer mit Nahtoderfahrungen und mit Todsein. Und ich habe auch oft das Gefühl, wenn es mir schlecht geht, jetzt holt er mich doch, jetzt muss ich gehen. Ich bin ja nur von der Schippe gesprungen. Und ich habe einen Satz, den ich letzte Woche in einem Film gesehen habe, der hat mir ganz stark geholfen. Und zwar heißt der, wenn man für immer einschläft, dann kommt man an den Ort, an dem die Träume geboren werden. Und ich träume seitdem immer sehr schön und sehr intensiv. Und wenn ich mir dann immer diesen Gedanken hervorrufe und ihm gegenüber dem anderen Gedanken mit dieser Angst stelle, dann habe ich sogar manchmal das Gefühl, ich würde da gerne hingehen. Also nicht mehr so furchterfüllt und ja, das hilft. Ich habe auch gemerkt, dass eigentlich nur die Gedanken ja das sind, was uns so zermürben. Es ist ja nicht der Fakt, es ist ja nur eine Situation, die man interpretiert mit Gefühlen, die an einer anderen Situation festgekoppelt sind. Das ist ja nicht die Realität, aber sich dessen bewusst zu machen, dauert. Und ich bin schon davon überzeugt, dass ich irgendwann vielleicht das als Automatismus auch wieder haben werde und dann nicht mehr furchterfüllt bin, wenn ich wieder schwebe. Oder vielleicht kann ich irgendwann den Schwebezustand auch genießen und sagen, es ist ja toll, wenn man sich selbst aus einer objektiven Haltung betrachten kann. Man kann dann viel schneller was ändern, als wenn man immer nur aus dem ja, subjektiven Empfinden handelt. Aber es macht es schwer, weltliche Dinge als, ja, also zum Beispiel, früher war das so, da wollte ich etwas unbedingt haben. Das ist mir jetzt alles egal. Oder ich wollte etwas erreichen. Heute denke ich dann als, naja, irgendwann gehst du ja eh, dann machst du es halt nicht. Du weißt ja, es gibt noch was Zweites. Also es ist auch eine Flucht, sich nicht mit so was Weltlichem zu beschäftigen und der extreme Wunsch, einfach irgendwo in die Berge zu ziehen und nichts um mich rum zu haben. Auch nicht so viel weltliche Güter, die machen nicht glücklich. Die braucht man nicht. Ich habe erfahren, wenn man nichts hat, außer sein Leben, ist man am glücklichsten. Dann wünscht man sich einen Raum, eine Kerze und einen Stift und ein Papier, um einfach mit sich und den Gedanken schreiben zu können. Sie sind ein Mensch, der seine eigenen Erlebnisse sehr gut reflektieren kann. Was sind denn in Summe Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus all den Erfahrungen? Die wichtigsten Erkenntnisse, ich kann sie aus der Sicht eines Blinden erzählen. Die meisten Menschen heutzutage denken, die Hülle ist unser Innerstes oder ist die Reflexion unseres Innerstes. Zum Teil würde ich sagen, stimmt es, aber ein blinder Mensch sieht nie die Hülle. Ein blinder Mensch erkennt aber trotzdem, wer man ist. Also ist es nicht die Hülle, sondern das, was aus der Hülle spricht. Ich glaube, ich durfte auch durch mein Schicksal wahrnehmen,
dass nicht Schönheit von außen leuchtet, sondern Schönheit von innen. Und egal wie krank man ist, egal ob auch jemand sagt, man wäre hässlich, es gibt keine hässlichen Menschen. Jeder Mensch hat so viel Wärme und Liebe, und wenn die rauskommen darf, dann strahlt einfach jede Hülle. Und ich glaube auch, dass dieser Gedanke, der heutzutage herrscht, das Äußere, ist der Mensch, der macht sehr viel kaputt. Das durfte ich einfach erfahren durch den Nahtod, durch alles, weil ich habe immer gemerkt, man wird eigentlich immer schöner mit dem Leben, mit der Weisheit, mit eigener Erfahrung. Also ja, ich glaube, das ist mein Menschenbild. Schau hinter die Hülle, mach die Augen zu am besten, wenn du jemanden triffst. Hör auf dein Herz und lass dein Herz sprechen. Die Innenwelt des Menschen ist ja etwas sehr Vielschichtiges. Es gibt Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Triebe und so weiter. Wie stellt sich denn die seelische Innenwelt für Sie dar? Für mich ist es wie wenn eine Pyramide gebaut wird. Es gibt ganz viele Bausteine. Und wenn die Bausteine nicht so zusammenpassen, dann bricht immer alles ein. Wenn man sich nicht bewusst ist, welche Teile in einem sind, dann kann keine Kommunikation stattfinden. Und wenn keine Kommunikation stattfindet, entwickeln sich gewisse Teile in einem zu sogenannten inneren Chefs, die einen dann antreiben. Und dann hat man manchmal sein eigenes Gefängnis selbst gebaut. Und wenn man verliert, darüber nachzudenken, dass eine Korrespondenz stattfinden muss zwischen Verstand, Geist, Herz, Bauchgefühl und auch dem Körper, dann wird man krank. Und das Schlimmste ist in meinen Augen, dass jede Krankheit im Kopf stattfindet und jede Heilung auch. Und wenn der Kopf versteht, was mit dem Körper passiert, kann er richtige Signale schicken, um die Reparaturen auch auszuführen. Wenn man sich dessen aber nicht bewusst ist und die Verbindung kappt, dann geht man zugrunde, meistens nicht mal an der körperlichen Krankheit, sondern am Kopf. An der Macht der Gedanken, die einem vorspielt, was denn Realität ist und gar keine. Man kann sich ja auch einreden, ich bin zu dick, ich bin zu blöd, ich schaffe das nicht, den Beruf zu schaffen, die anderen sind immer alle schuld. Wenn man sich aber gewisse Fragen stellt, ist das wahr? Wie wäre mein Leben ohne diesen Gedanken? Wie wären meine Gefühle? Was würde der andere fühlen? Wäre ich nicht viel freier? Ich glaube, wenn man anfängt zu reflektieren und umzukehren, diese Gedanken, und zu sagen, es ist nicht der andere, der denkt, ich bin blöd, ich habe das Gefühl, ich bin blöd, was kann ich dran verändern, dann wirke ich auch nicht mehr so auf die anderen und sie haben auch keine Möglichkeit mehr, darüber nachzudenken. Ich glaube, ganz wichtig ist immer diese vier Fragen, ob es wahr ist, ob es wirklich wahr ist, wie man ohne wäre und was man glaubt, wie es wäre zu leben ohne diesen Gedanken. Wenn man da das als Automatismus verinnerlicht, kann man, glaube ich, eine eigene, also die wirkliche Realität leben und nicht die Macht der Gedanken, die einen kaputt macht. Die Vorstellung. Ja, die Vorstellung. Also es gibt ein ganz banales Beispiel, das möchte ich vielleicht kurz erwähnen. Es ist eine Frau auf die Toilette gegangen, die ganze Toilettenbrille war verspritzt. Sie hat gesehen, wie die Dame vorher rausgeht und hat sich, als sie auf dem Klo war, überlegt, was sie zu der Dame sagt, was für eine dreckige Frau sie ist. Sie hat dann die Toilettenspülung betätigt und gemerkt, es war die Spülung, die Wasser drauf gespritzt hat. Puff, es war nur Illusion. Es ist einfach die Wahrnehmung und was wir reininterpretieren. Und wenn man die Gedanken fließen lässt und sie anguckt und sagt, okay, ihr könnt weiterziehen, dann ist es in Ordnung. Aber was glaubt man sich anmaßen zu können, wie jemand anders einen sieht und ihm dann noch vielleicht sagen zu müssen, wie man mich sehen soll? Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Angelegenheiten der anderen. Genauso wie mir geholfen hat auch, ich wollte den Tod beeinflussen und ich wollte mein Leben beeinflussen. Das ist aber Gottes Angelegenheit oder Angelegenheiten des Schicksals. Das liegt nicht in meiner Macht. Und wenn mir das bewusst wird, ist auch die Angst vorm Tod nicht mehr relevant, weil ich kann nicht darauf Einfluss nehmen. Warum soll ich mich damit beschäftigen? Das sind auch so Dinge. Es gibt drei Angelegenheiten. Die des Schicksals, die der anderen und meine eigenen. Wenn ich mich nur mit meinen beschäftige, habe ich schon mal zwei ganz große Störfaktoren weg. Der Versuch, irgendwie Abstand zu gewinnen, ist das auch Ihre Strategie im Umgang mit Angst? Wie gehen Sie mit Ängsten um? Ich schreibe Ihnen Briefe.
und habe keine Angst vor Ungewissheit, sondern sie hat einen Namen, sie heißt Mrs. Angst. Und dann setze ich mich mit ihr auseinander und fange auch an, mit ihr zu korrespondieren. Weil wenn ich mich mit ihr austausche, bekomme ich auch Antworten. Wenn ich sie in mich reinfresse, kommen die Gedanken, die wieder eine falsche Realität vorgaukeln. Und dann zerfrisst mich die Angst. Aber wenn ich sie nach außen trage und mit ihr spreche, dann erfahre ich vielleicht die Wahrheit, warum sie da ist. Viele Menschen mit Nahtoderfahrungen berichten davon, dass sie ihre Erlebnisse nachhaltig verändert haben. Wie war das bei Ihnen? Können Sie auch sagen, für mich ist das Leben seither komplett anders? Am Anfang war das wie bei jedem. Ich habe alles geändert. Ich habe alles gegessen, obwohl ich eigentlich nichts vertrage von meinen Allergien. Ich habe gedacht, es ist einfach alles weg. Ich bin ein neues Ich. Jetzt merke ich, dass ich so eine Kombination fahren muss. Also gewisse Voraussetzungen sind durch die Krankheit einfach gegeben. Es geht nicht, dass ich Schnitzel mit Pommes esse, weil mein Magen das nicht resorbiert. Aber ich versuche mich gedanklich einfach frei zu machen und nicht mehr so in irgendwelche stoischen, mich zermürbenden Rhythmen zu fallen und auch mehr zu reflektieren, mehr zu hinterfragen. Aber ich kann nicht sagen, dass es bei mir ist, als wäre ich dauerhaft ein neuer Mensch. Ich habe es danach gedacht, wirklich. Ich dachte, boah, ich bin neu geboren. Ich bin jemand anders. Im Moment habe ich als noch die Gedanken, aber ich glaube, man muss sich so vorstellen, dass verschiedene Teile neu geboren wurden in einem, die vorher unterdrückt wurden. Aber die alten Teile sind auch nicht alle schlecht. Viele Dinge braucht man. Man muss gucken, dass man eine gute Kombination findet. Es gibt der Teil, der er manchmal diktiert. Den braucht man manchmal, um gewisse Dinge einfach durchziehen zu können. Aber man muss auch immer gucken, dass die Seele und die Ausgeglichenheit auch strahlen darf. Weil nur die hilft uns zu fühlen, Mensch zu sein und keine Maschine. Also ich glaube, durch den Nahtod habe ich einfach erfahren, viel mehr in mich reinzuhören und viel mehr, wie Sie es auch schon gesagt haben, zu reflektieren, zu hinterfragen, zu beobachten, Stopp zu sagen, nochmal das Gleiche durchzuleben und zu überlegen, war das richtig, war das nicht so gut. Das ist, glaube ich, mein Motto, die ganzen Teile in mir zu akzeptieren und zu hören. Ja. Ich möchte noch abschließen mit einer klassischen Frage. Wie stehen Sie zum Thema Leben nach dem Tod? Das ist ja auch etwas, wovor sehr viele Menschen Angst haben. Nach allen Ihren Erfahrungen, wie geht es Ihnen damit? Ich sage auch, anders wie viele anderen, dass ich immer noch sehr stark Angst davor habe. Ich habe Angst, mir ein schönes Leben im Moment auch aufzubauen, aus Angst, es wieder zu verlieren. Aber ich habe in den letzten Tagen und Wochen eben sehr stark mich damit auseinandergesetzt und war mir bewusst, dass die Macht der Gedanken auch schöne Gedanken schaffen kann und schöne Bilder und mir die Angst vorm Tod nehmen kann. Und bei mir war es die Vorstellung, wie ich erwähnte, dass ich an den Ort komme, an dem Träume geboren werden. Und dann darf ich auch helfen, Träume zu verteilen und werde merken, dass alles, was ich mir wahrscheinlich je ausgemalt habe, noch viel schöner sein kann, weil ich glaube, das ist das, was man übersinnlich nennt. Das ist die völlige Hingebung ohne diese zermürbenden Dinge, die man sonst hat. Das war ja, was ich gefühlt hatte beim ersten Mal. Man ist frei, man denkt nicht, man ist. Und wenn man ist, dann ist es das, was man auch im Buddhismus mit meditativen Karma oder diese Meditation einfach den Zustand des unglaublichen Glücklichseins. Und den durfte ich auch erfahren in der Zeit, als ich nichts gegessen hatte. Wenn man eins ist mit allem, mit sich, mit der Energie um sich herum, dann kann man auch wandeln in verschiedenen Dimensionen. Also ich bin der Meinung, ich glaube nicht, dass ich wiederkomme auf die gleiche Erde. Dann hätte ich ja eigentlich nichts erreicht. Also dann hätte ich nicht den Zustand, den ich gerne hätte. Ich bin der Meinung, wir haben hier die Zeit, um zu lernen, um zu üben, um Bewusstsein zu bekommen für unseren Körper, für unseren Geist, um ihn in den Zustand zu bringen des einfachen Glücklichseins ohne jede Frage. Das denke ich. Frau Fütterer, danke, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke auch. Sehr viele wertvolle Dinge dabei.